der Bastler Raffi hat mal eine ganz konventionelle Frage, und zwar, wie man aus einem stinknormalen Drehstrommotor einen Generator machen kann. Ja, da ich ja sowas in einem Video noch nie so richtig dargestellt habe, sondern alles verteilt in mehreren Videos, möchte ich das jetzt nochmal in einem Video halbwegs anschaulich darstellen. Im Grunde, ganz klar, man braucht einen Drehstrommotor, ne? Also vorzugsweise einen für 220, 380 Volt steht hier, ne? Geht aber auch 380, 660 Volt, ne? Wenn man dann hier das Klemmbrett richtig hin und her schaltet. Ja, und da haben wir nämlich schon die erste Hürde sozusagen zu nehmen, das Klemmbrett. Ja, mal die Klemmbrettschaltung so, wie man es in der Schule lernt. Und das ist jetzt mal das Beispiel für einen Motor, der 220, 380 Volt hat. Also genauso einen wie für den hier. Da kann man den nämlich im Stern schalten. Das ist ein bisschen unglücklich ausgefallen, weil das ist normalerweise für 230 Volt. Und das für 380, ne? Aber so steht es meistens auf dem Klemmbrett drauf. Und ich habe halt mit Sternschaltung erstmal angefangen. So, gucken wir uns mal die Sternschaltung an. Hier haben wir jetzt das Klemmbrett von oben gesehen mit unseren 6 Anschlüssen. Genau wie hier. Und wenn man ganz genau hinguckt, da steht dann hier auf dem Klemmbrett, naja, jetzt kann man es schlecht erkennen, aber wenn man die Muttern und Schrauben dann runterschraubt, da sind dann meistens Bezeichnungen drauf. Ne? So U1, V1, W1, bei alten Bezeichnungen auch noch. Wie war das eigentlich? RST? Muss ich da nochmal gucken. Da gab es verschiedene Bezeichnungen. Also momentan aktuell ist U1, U2, V1, V2 und so weiter. Ne? So. Und hier an unser Klemmbrett gehen ja Kabel ran, ne? Aus dem Motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese Kabel sind ja eigentlich nichts weiter als unsere Spulenanfänge und Spulenenden. Ne? Also hier so ist eins dran. Ne? Innen drin haben wir ja, ist ja ein Drehstrom, ne? Das heißt, hat 3 Phasen, ne? Und das ist immer so eine Phase. Das ist immer eine Wicklung in dem Motor sozusagen. Ne? Also Spulenanfang, Spulenende, Spulenanfang, Spulenende, hier ist andersrum. Spulenanfang, Spulenende. Jawohl, hier beim letzten muss man ein bisschen aufpassen. So, nachdem das eigentlich jetzt klar ist, was diese Drähte hier sind, ne? Das sind unsere Spulen drin, kommen wir weiter, und zwar zur richtigen Verschaltung. So, wenn man den jetzt im Stern schalten möchte, ne? Stern heißt, er wäre für 380 Volt ausgelegt, ne? Müsste ich dann vielleicht nochmal drunter schreiben. Moment, machen wir gleich. So, jetzt haben wir es gemacht, ne? Wenn man jetzt also ein Netz hat, was 380 Volt liefert, was ja meistens ist, ne? Also die 230 Volt Drehstrom, die, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber ich habe es in meiner bisherigen Laufbahn nie in der Praxis miterleben dürfen. Ich habe immer nur 380 Volt anschließen dürfen. Müssen wir den im Stern schalten. Und im Stern ist das hier, ne? Das auf das übertragen. Dürfte halbwegs klar sein, ne? So, und dann bekommt man nämlich hier an diesen, in diesem Bereich 380 Volt raus. Oder da müsste man 380 Volt draufgeben, wenn man als Motor betreibt. Und 380 Volt bekommen wir dann hier an dieser Stelle raus, wenn wir als Generator betreiben, in Kombination mit Kondensatoren natürlich. Ja, hier das Analoge für die 230 Volt Seite. Falls man 230 Volt Drehstromnetz hat, müsste dieser welche dann im Dreieck angeschlossen werden. Und da sieht es dann eigentlich so hier aus. Ja? Und das sind dann immer die Brücken. Das sind nochmal 3 Stück. Hier sind 2 jetzt übereinander, und wenn man den im Dreieck zusammenschalten will, kann man da die 3 nehmen. Im Stern werden 2 übereinander gelegt und eine einzeln. Dann ist das hier nämlich der Nullpunkt. Ja, im Generatorbetrieb, wie gesagt, kann man in Dreieckschaltung hier an diesen Enden, ne, 1, 2, 3, da gehen dann unsere Kabel hinaus, 230 Volt abfassen, hier dann 380 Volt. Da dazwischen, und wenn man zwischen, ne, U1 und der Standbrücke dann geht,
Da hat man dann 230 Volt drauf liegen. Um den Motor jetzt aber als Generator nehmen zu können, müssen wir von der Eingangsdrehzahl her über seine Nenndrehzahl kommen. Also wenn das bei dem jetzt hier, wo ist die Drehzahl? Hier ist die Drehzahl, ne? Umdrehungen pro Minute 905 Umdrehungen sind, müssen wir hier auf alle Fälle über 905 Umdrehungen kommen. Also 50 Umdrehungen oder ja, am besten ja doch mehr als 1000 sogar. Ne? Also ist ja sechspolig aufgebaut und die sechspoligen haben dann normalerweise eine Drehzahl von 1000 Umdrehungen. Also rein vom Feld her. Ne? Der Rotor wird dann langsamer nachgezogen, da gibt es dann diesen Begriff Schlupf. Der schlupft dann immer etwas hinterher, hinter diesem eigentlichen Drehfeld. Ja, aber das eigentliche Drehfeld wäre dann ne, 1000 Mal in der Minute. Jetzt erstmal zum Verständnis, warum der sich denn so schnell dreht, wie er sich dreht. Ne? Bei unseren Drehstrommotoren ist dafür verantwortlich unsere Herzzahl. Ja, hier normal haben wir 50 Hertz auf unseren Netzen. In Amerika, da sind es wohl 60 Hertz und in einigen anderen Ländern. Ja, gehen wir erstmal hier von 50 Hertz aus. Ja, was ist denn jetzt ein Hertz überhaupt? Also, ein Hertz ist, wie oft sich eine Schwingung wiederholt. Ne? Also eine Schwingung geht eine positive Seite, geht eine negative Seite von unserer Sinusspannung her. Ne? Und dann, wenn die wieder da ist, wo sie am Anfang gestartet hat, da sagen wir, das ist ein Hertz dafür. Ja, und das ist pro Sekunde gemessen. Ne? Also eine komplette Änderung pro Sekunde ist genau ein Hertz. Jawohl, und auf unseren Motor übertragen wäre dann ein Hertz eine Umdrehung pro Sekunde. So Pi mal Daumen, ne? Wenn man den Schlupf jetzt mal nicht wegrechnet. Merken wir es uns jetzt, es ist nicht ganz physikalisch richtig, ne? Aber hier können wir es halt mal so anwenden. So, nehmen wir jetzt erstmal das Beispiel für einen zweipoligen Motor. Ne? Unsere zweipoligen Motoren, die heißen deshalb zwei Pole, weil wenn man die wickelt, macht man komplett über die eine Hälfte des Stators eine Wicklung und komplett über die andere Hälfte. Ne, dann für die zweite Phase 120 Grad versetzt und die dritte Phase dann wieder 120 Grad versetzt. Normalerweise ineinander rein verschachtelt, also wie ich sie jetzt aufgemalt habe, werden mit Maschinenwicklung die Statoren werden so gewickelt, aber wenn man sie mit der Hand wickelt, sieht das alles ein bisschen schöner aus und gleichmäßiger. Aber hier fürs Verständnis jetzt erstmal. Tja, und dann ein Hertz ist dann nämlich praktisch einmal die Änderung zwischen, ne, wenn man jetzt hier Strom drauf gibt, meinetwegen auf die Spule, entsteht es auf der Seite in Nordpol, auf der Seite in Südpol und in der Richtung richtet sich unser Anker aus, ne, das drehende Ding, was in der Mitte ist, dieser Kurzschlussläufer. Und wenn wir dann eine Hertzänderung haben, ändert sich das. Ne, dann haben wir dann hier drüben Süd und da drüben Nord. Und durch die Phasenverschiebung zieht es dann ordentlich mit. Ne? Das ist dann die Kraft, die dann hier auf unseren Stator drauf wirkt, diese drei Phasen durch die Phasenverschiebung. So, das ist jetzt erstmal bei einem zweipoligen Motor. Ne? Wenn man dann 50 Hertz hat, wären dann ungefähr 50 Umdrehungen pro Sekunde. Und ne, ein Wechsel ist eine Umdrehung pro Sekunde, kann man das dann einfach mal 60, eigentlich ne, 50 durch 1, weil eine Änderung ne, pro Umdrehung, aber kann man ja dann weglassen, mal 60 Sekunden, wir haben ungefähr bei 3000 Umdrehungen. Jetzt nicht den Schlupf mitberechnen, ne? Wie gesagt, hier drinnen dieser Anker, den zieht es immer ein bisschen hinterher. Ne? Das heißt, wir kommen dann hier auf 2900, 2950 in der Praxis. So, bei einem viermopoligen Motor sieht es dann analog aus, aber diesmal brauchen wir, um eine ganze Umdrehung zu schaffen, ne? Ja, wenn wir es einmal Strom drauf geben, haben wir hier Nord auf den zwei Spulen und hier Süd auf den zwei Spulen. So sind die dann auch verschalten. Und bei einer Hertzänderung drückt man nur eins weiter. Ne? Dann wird dann hier aus diesem Nord ein Süd, haben wir hier Süd, Süd und hier hätten wir Nord, Nord. Er ist aber nur eine halbe Umdrehung weitergekommen. Ne? Machen wir dann noch ein Hertz drauf, noch einen Tick, eine Änderung. Kommen wir noch eins weiter, dann haben wir die ganze volle Umdrehung wieder geschafft. Das heißt, bei einem vierpoligen Motor
sieht dann die Berechnung so hier aus. Das denken wir uns erstmal weg, ne? Das ist dann im Schaltplan auch wegreduziert, da habe ich mich vorhin verschrieben, das ist völlig unrichtig, so hier ist richtiger 50 durch 2, ne? Umdrehungen durch Sekunde ist auch physikalisch nicht richtig, weil am Ende kommt man ja dann hier auf die Einheit nicht drauf, aber jetzt nur mal so zum Verständnis, mal deine 60 Sekunden, wären wir bei 1500 Umdrehungen pro Minute, bei 50 Hertz. Und beim sechspoligen sieht es dann so aus, da haben wir dann drei Wechsel, 1, 2, 3, ne, wir müssen dreimal hier unten komplett einmal das durchwandern sozusagen. Dann haben wir eine Umdrehung und deshalb hier 50, wieder das Wegdenken, 50 durch 3, ne, mal 60 sind wir bei 1000 Umdrehungen. Bei einem 8-poligen, ne, wären wir da 50 durch 4, wären wir bei 57 Umdrehungen und so weiter. Das Spiel kann man dann forttreiben, aber mehr als 2-polig geht halt nicht. Das heißt, ne, bei nur 50 Hertz kriegen wir einen Drehstrommotor nicht über 2. Und was heißt denn das jetzt für unseren Generatorbetrieb? Also für unseren Generatorbetrieb wird es dann so sein, dass wir dem Motor sozusagen ein Netz vorgaukeln müssen. Wollen wir es mal so ausdrücken. Ich kann mich noch an meine Zeit als Elektromonteur gut erinnern, so diese Anfangszeit, als mir dann ein Arbeitskollege sagte, dass wenn bei alten Hebezeugen, ne, eine riesengroße Last dran hängt und man nach unten fährt, ne, und kein Schneckengetriebe von drin ist, dann wirkt der Drehstrommotor da drin als Generator und speist ins Netz ein. Ja, da ist mir damals schon so diese ersten Gedanken durch den Kopf gegangen, ja Mensch, hey, kann man doch Hochenergie mitmachen irgendwie, wenn man es richtig anstellt. Ne? Man muss halt nur versuchen, dieses Gewicht immer wieder nach oben zu ziehen, ne? So günstig wie möglich. Und dann kann man es mit einem mal runterlassen, hat richtig schön viel Last. Tja, und so können wir das jetzt machen. Aber wir müssen eben ein Netz generieren, weil sonst regt er sich nicht. Wollen wir es mal so ausdrücken. Ne? Der schaukelt dann hier drin sein eigenes Magnetfeld auf. Und ja, in der richtigen Drehzahl kann man dann auch richtig Leistung abnehmen. Ja, aber welche Drehzahlen sind das denn jetzt? Ne? Also man sollte immer über der Nenndrehzahl liegen. Ne? Bei einem zweipoligen Motor ist dann die Nenndrehzahl meistens 2900 Umdrehungen bei 50 Hertz. Und da sollte man dann so mit 3000 bis 3200 fahren. Für einen vierpoligen analog und für einen sechspoligen auch. Ja, für unseren Motor heißt das jetzt, dass wir, ne, wenn er 905 Umdrehungen hat, mindestens mit 1000 bis 1200 Umdrehungen fahren müssen. Tja, und hier habe ich das jetzt erstmal für Anschauungszwecke mal so gelöst. Das ist natürlich energieverschwendend hoch 3. Aber eine gute Möglichkeit, um es zu demonstrieren, finde ich. Da habe ich mal einfach einen Gleichstrommotor genommen, der eigentlich für 36 Volt ausgelegt war, der bei 36 Volt 3000 Umdrehungen macht. Und habe daran eine 12 Volt Batterie gehangen. Ja, also diese Batterien hier, das ist, also dieses ganze Gedöns hier links auf der Seite, müsst ihr euch eigentlich überhaupt nicht merken. Fakt ist, hier an der Stelle kommen jetzt 10 Volt rein. Ne? Und 10 Volt habe ich mitbekommen, zuerst habe ich gedacht, 12 Volt wären optimal, um 1000 Umdrehungen zu haben. Aber ganz so linear verhält sich das dann hier doch nicht, musste ich mit der Voltzahl doch noch ein bisschen runtergehen. Deshalb hier dieses ganze Vogelschall-Gedöns dran. Dann kommen wir hier so ungefähr mit 10 Volt dann rein. Ne? Und dann macht der ungefähr so 1000, 1100 Umdrehungen. Und dann ist die Drehzahl perfekt, dass ich hier drin, da drin, dann das Feld hin und her schaukeln kann, wenn die Kondensatoren dran sind, vorausgesetzt, die Kondensatoren sind schon ein bisschen voll. Ne? Also wenn die Kondensatoren komplett leer sind und der Motor auch lange, lange Zeit nicht benutzt worden ist, das heißt hier drin sein eigenes Magnetfeld auch schon komplett sich abgebaut hat und alles überhaupt nicht mehr ausgerichtet ist, dann kann es sein, dass er sich nicht aufschaukelt. Das ist dann aber auch kein Problem. Dann während des Betriebs einfach hier oben zwischen dem und dem oder dem und dem oder dem und dem, ist wurscht, könnt ihr euch raussuchen, mal kurz 7 Volt. Ich nehme immer so eine kleine 7 Volt Batterie. Ihr könnt auch 9 Volt Batterie nehmen oder 12 Volt Batterie. Es geht nur darum, hier erstmal so einen kleinen Anfangsstromstoß vorzugeben sozusagen, dass hier drin diese Aufschaukelung beginnen kann. Ja, und dann schaukeln das hier immer voller und voller und voller. Und das kann man dann abnehmen.
Gucken, ob das auch wirklich so ist. Der Motor ist jetzt genauso angeklemmt wie hier auf der Zeichnung. Ich habe eine im Stern geschalten, ne? Diesen 230, 380 Volt. Ja, das heißt, wenn wir hier dann über 900.000 Umdrehungen draufgeben, kommen hier 380 Volt raus. Zwischen da und da und da und da. Und zwischen hier und dem Nullpunkt, ne, was ja hier da ist, da und da, könnten wir dann 230 Volt wegnehmen. Ja. Und hier ist es jetzt genauso angeschlossen. Ne, hier sind die Kondensatoren. Hier die Leitungen hoch zum Klemmbrett. Alles 1:1. Mal gucken, ob es funktioniert. Klingt schon gut. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie viel Volt wir hier haben. Aha, Wechselstrom müssen wir natürlich einschalten, ne? AC. 186 Volt. Gut, okay, ich glaube, da bin ich hier mit der Drehzahl doch noch zu niedrig. Wo sind wir hier? Bei 9,7 Volt zeigt das hier an. Ja, dann nehme ich mir einen Ringkern drauf, wo raus aus dem Eingang. Und probiere das nochmal. Aber mit 180 Volt kann man auch schon mal ein bisschen was anfangen. Wie viel haben wir gegen Stern? Gegen die Sternbrücke. 107 Volt. Okay, da haben wir die hier vorne noch nicht richtig erregt. Und ich bin hier mit der Drehzahl höchstwahrscheinlich noch nicht hoch genug. Ich denke, jetzt müsste es passen. Schauen wir mal. Ja, das klingt schon kräftiger. Aha. Das müsste besser aussehen. Na gut, schon 230 Volt zwischen den großen Kondensatoren. Vielleicht müsste ich doch noch kleinere nehmen. Das ist ein 3,75 Mikrofarad für den 180 Watt. Vielleicht doch ein bisschen groß. Und gegen... Ja, ich mache so rum. Und gegen Stern haben wir 136 Volt. Ja. Wie viel haben wir hier? Ich fahre erst doch noch mit 10 Volt. Na gut, wenn ich hier mit 12 Volt fahren dürfte, müsste der dann auch seine 120 Watt ungefähr aufnehmen. Weil momentan, ihr seht, mein Gleichstrommotor ist bei 54 Watt Aufnahme. So, jetzt wollen wir hinten unseren 220 Volt Verbraucher mal anschließen. Das ist eine LED-Lampe, die für 8 Watt gedacht ist. So, gehen wir mit der einen Seite an die eine Phase. So. Und der Nullpunkt danach. Okay. Leuchtet schon. 54 Watt hatten wir vorhin, ne? 54 Watt haben wir jetzt. Also, an der Lastaufnahme hat sich nichts getan. Können wir vielleicht auch noch mehr anschließen. Richtig genauso. Und immer noch 55 Watt Aufnahme. Aha. Ja gut, jetzt habe ich langsam keine Lampen mehr. Aber so in der Art und Weise funktioniert es. Ihr könnt ja selbst mal ein bisschen rumprobieren. So mit verschiedenen Werten von Kondensatoren. Also es geht auch mit unterschiedlichen Werten, ne, wenn sie nicht zu unterschiedlich sind. Und da dann mal eine Schräglast anhängen, tja, aber da will ich euch jetzt die Freude beim Experimentieren nicht nehmen. Aber sind wohl erstaunliche Sachen dann damit möglich. Ja, das war jetzt erstmal das Grundprinzip. Und Schaltung jetzt hier nochmal im Überblick.